Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom. Wir sind im Jahre 94 vor Christus. Das heißt, nächstes Jahr wird Alexandria uns gehören. Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf die Schlacht. Genau, hier greifen wir nicht an. Genau, da greifen wir auch nicht an. So, okay. So. Ich muss wieder reinkommen. Oh, ja, stimmt. Stimmt, Bergamon war ja so voll der Arschig. Warte, du gehst jetzt mal da. Attentat bitte. 63% Gewinnchance. Ah, das ist, glaube ich, unser Diktator da oben. Ne, unser Kaiser natürlich. Wir sind ein Imperium. So, das ist super. Gut, 31 Nahrung ist nicht wirklich toll. Aber das wird auch noch. So, gut, also. Unsere nächsten Schritte sind natürlich Alexandria und ganz Ägypten. Und zwar also Nordküste Afrikas und dann Ägypten runter. Also Rom war eigentlich nur beim Nil, weil das ja quasi die Getreidekammer von Rom war. Und dann sind sie Richtung ja, Nabatäa, aber das erst später. Also 65 war die Sarmatien-Landung, aber dazu dann später. Gut, hier haben wir schon ein bisschen zu weit gegriffen. Also, ja, zu weit, also die Provinzen stimmen halt nicht wirklich überein. Aber 55 bis 58 war Gallien und dann 51 eben, nee, 55 bis 48, so, war in der Gallien-Feldzug und 51 war auch noch die Landung in Britannien. Das heißt, wir müssen bis, ich würde sagen, bis 52 haben wir Celtica und Belgica, so, und den Schnipsel hier. Und dann gehen zwei Armeen hierhin und eine geht nach Britannien, würde ich dann sagen. Gut. Ich drücke immer Escape hier. So, ich glaube, wir haben relativ... Ah, noch niemand bewegt. Okay, das werden wir dann ja mal tun. Erstmal will ich nochmal schauen, was hier alles so der Stand der Dinge ist. Wieso habe ich da eigentlich zwei... Ja, zwei Tempel. Das macht wenig bis gar keinen Sinn. Ja, der da macht auch wenig Sinn. Den reiße ich mal ab. Also, der hat vorher Sinn gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Warte. Hier ist Latein. Ja, okay, dann lasse ich mal den Tempel da. Ah, genau, das war. Schau mal, fast 20 Garnison, 20er Garnison. Also wer da angreift, der hat echt Todeswünsche. Das brauchen wir da wirklich nicht zu verteidigen. So, minus 2 Nahrung. Aber ja, zum Beispiel hier Wachstum brauchen wir hier gar nicht mehr, weil ja, das brauchen wir hier nicht. Oh. Öffentliche Ordnung. Ah, das reiße ich dann mal ab. Weil wir müssen mal ein bisschen mehr auf die warte, der Marktsiedlung. Landwirtschaft. Machen wir Landwirtschaft. Wir müssen eher auf die Nahrung schauen. Weil alles andere ist gerade nicht so von Belangen. Weil wir relativ safe hier gerade stehen. Der Kaiser wird... Ach, das gehört sowieso schon uns.
Dann du stellst dich mal hier hin und machst einen Hinterhalt. Also falls die quasi hier vorbeigehen, dann also macht mein Kaiser einen kleinen Hinterhalt. Ah, genau hier. Ephesos wollte ich ja auch angreifen. Auch wenn die gerade noch ziemlich groß sind. Aber hier habe ich halt eine Nuller-Garnison. Das ist ein bisschen wenig. Weil da kann der einfach landen und. Oder kann er da landen? Da kann er landen. Da kann er einfach landen und das einfach einnehmen. Und dann habe ich ein Problem. Warte, hier die da. Die Legio 5. Könnte ich eigentlich auch nochmal rüberziehen. Weil hier ist gerade kein Feind, soweit ich sehen kann. Der einzige Feind hier, Moment. Ja, hier sind Verbündete, die sind neutral. Ja, da brauche ich keine Armee. Genau, dann hole ich die Legion 5 nach Kleinasien. Gut. Was machst du denn da? Hatte ich einen Grund für dich da hinzugehen? Ah, ja, wegen Karthago, ne? Aber ja, warte. Aktiviere dich nochmal. Du da oben. Ja, genau, du musst leider jetzt ein bisschen warten. Okay. Du musst da auch warten, damit Karthago nicht zurückkommt. Du wirst aktiviert. Was machst du denn da? Ja, geh mal nach hier rein. Du. Legion 8. Was machst denn du? Du machst gar nichts. Du stehst auch da. Du belagerst schön. Das ist gut. Genau, du gehst dahin, du machst Hinterhalt, du machst nichts, du machst aktivieren, du machst. Genau, du wartest auch. Du machst aktivieren, du wartest auch auf den römisch. Oh, hallo. Ich glaube, so, genau so habe ich letztes Mal auch reagiert, als ich das gesehen habe, dass die Ekener quasi eine Konföderation gemacht haben. Gut, dann war's das, glaube ich. Das Volk Karthagos möchte euch ein Goldgeschenk anbieten. Ja, mache ich. Weil, Richtung Norden bin ich eh nie. Nein! Oh Gott. Ich bin so ein Trottel. Nein. Letzte Runde. Ich kann mich erinnern, letzte Runde hat der mir das angeboten und ich habe nein gesagt, weil Alexandria Karthago gehört. Nein. Jetzt muss ich innerhalb von. Yeah. Okay, das wird jetzt heftig. Das heißt, ja. Der Hinterhalt ist nicht geglückt. Und, er sagt, ich verliere. Ich sage, also gegen die Armee habe ich locker Chance. Die da ist schon heftiger. Also die beiden sind egal. Aber hier, das ist halt. Uiuiui. Soll ich es versuchen? Ich würde nein sagen, weil das ist mein Kaiser und das ist zu gefährlich. Ich wette sowieso, dass er nachkommt. Nee, macht er nicht. Okay, ich habe die Wette verloren. Gut. Also, ich glaube, wir hätten es gewinnen können, aber
Wir jagen. Hätte halt gescheitert. Gescheitert. Ja, natürlicher Tod. Politiker, okay. Mission fehlgeschlagen. Ja, ist wurscht. Eindringling. Ja, über den Zipfel, das ist uns ja egal. So. Jetzt ist 93 und jetzt, ja. Tja. Okay, also, wir sind verlässlich. Ich zeige euch mal, was passiert. Wir haben jetzt letzte Runde Frieden angenommen. Sprecht, Skorpion. Ich will euch schleunigst außer Sicht. Eine Kriegserklärung nach der Schließung eines Friedensabkommens wird als verräterische Handlung angesehen und von allen Fraktionen missbilligt. Ja. Und das wird uns hier bei denen keinen guten Ruf bringen. Also, es kann sehr gut sein, dass jetzt einige abspringen werden. Aber, ja, das war ein Fehler von mir. Gepriesen. Und, ja. Sie werden niederkauern vor der Macht Roms. Ah, ich bin so ein Trottel. Schau, nicht vertrauenswürdig. Und dadurch kann ich halt jetzt eigentlich mehr oder weniger vergessen. Okay, gebrochenes Abkommen mit Karthago minus 1. Ja, in Makedonien. Ja, also Handelsabkommen und so weiter kann ich jetzt erstmal die nächsten Runden vergessen. Aber ja. Oh, Trottel, Trottel, Trottel. Okay, also. Ach, deswegen wollte ich hier bleiben, glaube ich. Damit, was wollte ich hier bauen? Ah, Essen. Genau, wegen Karthago. Makedonien. So. Gut, dann werden wir jetzt mal. Ja. Ephesus angreifen. Belagern. Hier bitte Attentat. Das Gute ist, die mutigen Gefährten. Ja, das sind die schweren, aber er ist jetzt alleine. Und ja, könnten wir automatisch machen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir lange keine Schlacht mehr gesehen haben. Oh, shoot. Im Wald. Also das der Gute ist, dass Griechen die Wälder noch weniger mögen. Also bei ihnen ist es halt wirklich mit der Phalanx und so weiter, das ist im Wald nicht sehr gut. Aber ja, Römer mögen die Wälder auch nicht. Also. Gut, das Gute ist ja, wir haben Prätorianer hier, weil das unser General ist. Und wir haben Gladiatoren, okay. Also, das ist die Adlerkohorte. Das sind die zwei Prätorianer. Dahinter kommen einmal hier Gepanzerte, hier Gepanzerte. Und Evocati kommt hierhin. Die Gladiatoren kommen hier an die Flanke. Und die Fernkämpfer kommen
Warte, das muss ich, warte. Das muss ich ein bisschen anders machen. So. Also nochmal, die Prätorianer sind immer zuerst, wenn sie vor Ort sind. Dann kommen die Adler. Genau, das kann ich ja so aufbauen. Das ist ganz gut. Und Kavallerie bitte Gebiete hier. So. Was hat der? Banner heben, Kraftkonzentration, Gruppe motivieren, das ist gut. So. Ah, bitte langsam. So. Der kommt auch auf mich zu. Speer Akma. Agema, nicht Akma. Wohin geht der denn? Wohin geht der denn? Der geht auf dem Hügel hier. Der geht hier hin. Warte mal, da scoute ich mal kurz rüber. Ein bisschen normale Geschwindigkeit jetzt. Das ist natürlich clever von ihm, dass er sich dann hier aufbaut. Weil wenn ich ihn da angreife, dann werde ich höchstwahrscheinlich verlieren. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Was macht der da? Der stellt sich jetzt so hin. Okay. Aber ich denke gar nicht daran. Also, Oh nein. Sowas hasse ich. Warte. Okay. So, wie gehen wir da am besten hin? So, warte. Wir gehen so hin. Nee, aber normal laufen. Hier muss ja bei Verstand und Power sein hier. Das sind Söldnerbogenschützen. Bogenschützen. Ich glaube, er hat nur Bogenschützen und keine Stein. Schleuderer. Steinschleuderer wären natürlich für uns besser. Weil die haben nicht so Durchschlagskraft. Und kommen eigentlich gegen Römer nicht an. Also gegen die hartgesotteten. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Die schießen ja schon hier. Haben sie schon getroffen? Ja, sie haben schon ein bisschen was getroffen. Das meinte ich halt auch in unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. In der anderen Folge, dass eben ja die Einheiten, die auf Formationsangriff gehen, dass die halt sich sehr schwer tun, eben durch Wälder zu gehen und da eben auch sehr langsamer sind. Sehr viel langsamer. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die haben sich auch nicht richtig versteckt. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja.
Abfangmanöver hier. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unsere Pferde lieben du! Wir töten sie alle! Mut in der Römer bis zum letzten Mal! So. Bitte nochmal auf die Pikiniere. Ziemlich im Eimer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gegen Obliken kann ich nichts tun. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Versuchen, die meine Männer da zu befreien hier oder zu retten. Vor den Piken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sich zu unseren Gunsten. Alles gut. Eigentlich nicht gut, dass ich die da benutze, aber geht gerade nicht anders. Ja, ihr könnt euch breiter aufstellen, ne? Schnelles Marschieren!
Sehr schön. Puh, ja, das war eine coole Schlacht, fand ich. Einige sind von mir gestorben, aber ich konnte zum Glück die ganzen Pikmin-Einheiten von ihm sehr gut dezimieren. Mit meinen Fernkämpfern. So. Jetzt geht's halt zu seinem General. Unser General wird angegriffen. Ja, und der steckt jetzt auch gleich hier. Muss ich nur schauen, dass sein General gleich stirbt. Der feindliche General ist. Super. Gut. Aufgestellt 1800, er 2000. Aber ehrlich gesagt, also ich hatte gegen die zweite verloren. Also der hatte ja drei Armeen, zwei Fullstack, eine mit, keine Ahnung, 4-5 Einheiten. Aber dadurch, dass er mit der ersten schwächeren Armee angegriffen hatte und meine schon ein bisschen gedamaged hätte, und dann als zweites die da noch kam, da hätte ich ja fast keine Fernkampf, also fast keine Munition mehr gehabt. Das wäre wirklich knifflig geworden. So, die fünfte Legion kommt dann hier rein. Ja, mach den mal fertig. Sehr schön. Gut. Und dafür bekommt er jetzt ein. Also der. Okay. Was wird der? Das wird ein Stratege. Mit Schwertern. Angriffsbonus für alle Einheiten ist natürlich um einiges besser. Kavallerieeinheiten, Rüstung für alle Einheiten ist viel besser. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal schauen wir weiter. Und bis dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Sega. Sie müssen bestraft werden! Ja.